Zurzeit tagt im deutschen Bonn die Weltklimakonferenz. Und auch der ORF widmet sich in dieser Woche dem Thema Klimaschutz und Erderwärmung. Ein besonderer Energiefresser sind Gebäude. Energiesparend sind allerdings Passivhäuser. Etwa 2500 gibt es davon in Niederösterreich. Wir haben uns zwei Beispiele für diese spezielle Bauweise angesehen. 2 Grad sind mehr als du denkst. Die ORF-Initiative Mutter Erde. Seit einem Jahr lebt Familie Wagner in einem Passivhaus auf einem Südhang in Wilhelmsburg. Die Heizkosten der letzten Wintersaison haben gerade einmal 130 Euro betragen. Die leicht erhöhten Baukosten hat man so schnell wieder eingespart. Um das zu erreichen, bedarf es aber einer besonderen Bauweise. Beim Passivhaus brauche ich einmal eine Lüftung, dass ich die geforderten Kennwerte überhaupt erreichen kann. Ja, das ist der Hauptunterschied. Beim Passivhaus zusätzlich kommt noch hinzu, dass halt einfach die Hauptfensterflächen Richtung Süden oder beziehungsweise Südost bis Südwest orientiert sind. Ich einfach eine wärmebrückenfreie Konstruktion habe und sehr, sehr gute Dämmwerte vom Mauerwerk, vom Dach, vom Boden. Entgegen hartnäckiger Gerüchte kann man die Fenster sehr wohl öffnen. Notwendig ist das aber nicht. Ganz wesentlich beim Passivhaus ist die kontrollierte Wohnraumlüftung. Da gibt es Räume, über die die Zuluft eingebracht wird. Das sind meistens die Wohnräume, die Kinderzimmer, Wohnzimmer. Und dann gibt es die Ablufträume. Da sieht man eben hier die Abluftabsaugung. Das sind die Sanitärbereiche und im Küchenbereich wird halt einfach die verbrauchte Luft wieder abgesaugt und dann über den Wärmetauscher im Lüftungsgerät als Fortluft dann nach draußen transportiert. Ebenfalls in Passivbauweise wird wenige Kilometer weiter in St. Pölten das Haus des Lernens errichtet. Das Besondere, es werden nur natürliche Rohstoffe verwendet, Holz, Stroh, Hanf oder Lehm. Hier sollen ab dem Frühjahr Beratungsräume und Werkstätten eröffnet werden. Somit sorgen wir dafür, dass Ressourcen geschont werden, dass regionale Baustoffe zum Tragen kommen, dass die regionale Wertschöpfung gefördert wird. Und dass letztendlich, wenn ein Gebäude entsorgt wird, auch keine Entsorgungskosten entstehen. Auch im Haus des Lernens rechnet man mit einem Fünftel der bisherigen Energiekosten. Und auch das Raumklima ändert sich durch die spezielle Bauweise. Der Unterschied ist ganz deutlich. Man spricht in dem Zusammenhang immer von Behaglichkeit. Der macht sich insofern bemerkbar. Bei einem Passivhaus habe ich einfach sehr hohe Oberflächentemperaturen. Ich habe immer die Frischluft durch die Lüftung. Das heißt, ich habe keine Zugerscheinungen. Und seitdem wir da sind, sind wir eigentlich, was das anbelangt, sehr glücklich und fühlen uns wirklich wohl.